Am 25. Juni 1950 überschreitet die nordkoreanische Volksarmee die Grenze der geteilten Halbinsel Korea. Am 38. Breitengrad beginnt der Krieg, der das Land in zwei Teile zerreißen wird. Der Westen führt einen bewaffneten Kampf gegen den Kommunismus und der Kalte Krieg erreicht einen ersten Höhepunkt. Doch in Korea tobt nicht nur ein Kampf der Systeme, sondern auch ein blutiger Bürgerkrieg. 3 Jahre lang erobern die gegnerischen Truppen jeweils fast die gesamte koreanische Halbinsel. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die US-Armee setzt erstmals Napalm als flächendeckende Brandmunition gegen weite Landstriche feindlichen Territoriums ein. 70.000 Tonnen Napalmbomben werfen die amerikanischen Luftstreitkräfte über Korea ab. Die Bevölkerung erleidet ungeheure Verluste. 3 Millionen Zivilisten sterben während der Kampfhandlungen. Die US-Streitkräfte erfahren schwere Niederlagen in diesem Krieg, den sie nicht nur für Korea, sondern auch gegen den Kommunismus führen. Der Konflikt in Korea treibt die Menschheit schließlich an den Rand des Dritten Weltkriegs und des atomaren Erstschlags. Am Ende ist die Halbinsel eine Trümmerwüste und Korea ein geteiltes Land. Potsdam im Juli 1945. Die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs kommen zu ihrer letzten gemeinsamen Konferenz zusammen. Harry Truman, Joseph Stalin und Winston Churchill verhandeln über die Zeit nach dem Ende des Krieges. Zwar hat Nazi-Deutschland bereits kapituliert, doch auf der anderen Seite des Globus ist der Weltkrieg noch in vollem Gang. Im Pazifik führen US-amerikanische Truppen einen zähen Kampf gegen Japan. Ihre Verluste sind enorm. Um das Kaiserreich endgültig in die Knie zu zwingen, hatte Truman den sowjetischen Diktator Stalin dazu bewegt, Japan ebenfalls den Krieg zu erklären. Nach dem Sieg über Nippon werde er dafür große Einflussgebiete in Ostasien erhalten, Japans ehemalige Kolonialgebiete. Stalin nimmt an. Er ist nicht nur entschlossen, seinen Machtbereich über ganz Europa auszudehnen, er strebt auch die Vorherrschaft im fernen Osten an. Japan hat sich aufgrund der Tatsache, dass sie ein groß japanisches Reich schaffen wollten, relativ weit im Krieg ausgedehnt. Das geht bis runter nach Südostasien, weit nach China hinein. Es geht bis an die sowjetische Grenze nach oben. Und auch Korea ist 1945 noch das Kolonialgebiet der Japaner. Und man weiß allerdings nicht genau, wie lange man noch in Japan kämpfen soll oder kämpfen muss. Und es geht davon die Rede, dass man möglicherweise bis 1949 noch mit den Japanern kämpfen muss. Man weiß, dass sie sehr fanatisch sind. Und dies ist auch im Grunde genommen die Vorüberlegung für den Einsatz der Atombombe dann gewesen. Anfang August 1945 tritt der amerikanische Präsident Truman die Heimreise an. An Deck der USS Augusta vertreibt man sich die Tage der Überfahrt mit Musik und Sport. Nur wenige ahnen, dass der Countdown für den Beginn eines neuen Zeitalters läuft. Noch in Berlin hatte Truman die Nachricht erhalten, dass die ersten Atombomben einsatzbereit seien. Er befiehlt, den Krieg im Pazifik mit einem Schlag zu beenden. Truman hofft, die Japaner zur Kapitulation zu bringen, bevor die Sowjets in den Krieg eingreifen können. Am 6. August um 15 Uhr Ortszeit kehrt die Enola Gay auf ihren Stützpunkt auf der Pazifikinsel Tinian zurück. Der B-29-Bomber hat an diesem Morgen die erste Atombombe über der japanischen Großstadt Hiroshima abgeworfen. Der amerikanische Präsident ist über den Abwurf bereits informiert. Aus der Hand von General Spartz erhält Oberst Paul Tibbets, der Pilot der Enola Gay, den höchsten Verdienstorden der USA.
Spartz hatte von Truman freie Hand bei der Zielauswahl für den Atombombenabwurf erhalten. Am 9. August wird Fat Man verladen. Den Einsatz der zweiten Bombe haben die Generäle auf Tinian am Vortag eigenmächtig beschlossen. Die generelle Order des Präsidenten, wonach die Atombomben nach dem 3. August einsatzbereit seien und nacheinander abgeworfen werden sollten, ist ihnen Befehlsgrundlage genug. Um 11 Uhr vormittags klingt der Bombenschütze die Bombe über Nagasaki aus. An diesem Tag und in den folgenden Wochen sterben etwa 20.000 Menschen. 50.000 werden schwer verletzt. Auch Hiroshima existiert nicht mehr. Hier sind etwa 100.000 Menschen ums Leben gekommen. Der Zweite Weltkrieg wird mit einer Waffe von ungeheurer Zerstörungskraft beendet. Der Kalte Krieg hat begonnen. Da gibt es viele Gründe, warum die Bomben geworfen wurden. Natürlich wollte man auch das Atommonopol gegenüber den Sowjets demonstrieren. Molotow hat an einer Stelle mal gesagt, die beiden Bomben galten eigentlich uns. Um zu zeigen, also Vorsicht, wir haben diese Bombe, wir sind unangreifbar, also Forderungen, wie auch immer sie sind, können wir ohne weiteres abblocken. In dieser Situation damals hoffen ja die Japaner, dass Stalin sozusagen vermitteln zwischen Japan und den USA aktiv wird, und er macht das Gegenteil, er gibt eine Kriegserklärung und dann stößt die Rote Armee in die Mandschurei vor und relativ weit auch in Nordkorea, einige ganz wenige kommen bis nach Seoul. Bis zu einem Zeitpunkt, wo amerikanische Soldaten noch 1000 Kilometer weg sind. Stalin will sich seinen Teil der Kriegsbeute nicht entgehen lassen. Der Nichtangriffspakt mit Japan ist nur noch Makulatur. Zwei Tage nach dem Abwurf der ersten Atombombe startet Marschall Alexander Wassilewski die sowjetische Offensive gegen das ostasiatische Kaiserreich. Die Operation Auguststurm. 80 Divisionen mit 1,5 Millionen Soldaten und über 5000 Panzern dringen in die Mongolei und in die Mandschurei vor. Die sowjetische Propaganda stilisiert den Angriff zum Befreiungskrieg. Tatsächlich haben die japanischen Besatzungstruppen der gut ausgerüsteten Roten Armee nicht viel entgegenzusetzen. Der Tenno und seine Regierung kapitulieren innerhalb einer Woche. Am 15. August wendet sich Hirohito in einer Radioansprache erstmals persönlich an sein Volk. Er verliest den kaiserlichen Erlass über das Kriegsende und fordert die Bevölkerung auf, jeglichen Widerstand zu beenden und die Waffen niederzulegen. Kurs Birigam Korea. Auch nach der japanischen Kapitulationserklärung rücken die sowjetischen Streitkräfte weiter vor und besetzen Teile der Mongolei und der Mandschurei, Sachalin und die Kurilen. Am 18. August landen Truppen in drei groß angelegten Amphibienaktionen im Nordwesten der koreanischen Halbinsel. Dann marschieren die ersten Einheiten der Roten Armee in Richtung Pjöngjang. Die sowjetischen Eroberer beginnen unverzüglich mit der systematischen Entwaffnung der japanischen Besatzungstruppen. Die ehemaligen Kolonialherren werden enteignet und gefangen genommen. Die Rote Armee befreit tausende koreanische Zwangsarbeiter. Die russische Propaganda nutzt das Potenzial des Krieges gegen die japanischen Besatzer und stilisiert die Sowjetarmee zum Befreier der unterdrückten asiatischen Völker. Am 24. September marschieren die siegreichen sowjetischen Truppen in Pjöngjang ein. Erste Truppenteile der Roten Armee hatten bereits 6 Wochen zuvor, am 10. August, die koreanische Grenze im Norden des Landes überschritten und waren in Richtung Süden marschiert. Noch am selben Tag entscheidet man in Washington, ebenfalls einen Teil des Landes zu besetzen.
Eine geeignete Zonengrenze ist schnell festgelegt. Diese Linie, die sie da gefunden haben, besteht heute noch. Es ist nach wie vor die schlimmste Grenztrennlinie, die es überhaupt gibt. Wie ist die zustande gekommen? Das ist wirklich also atemberaubend. Man ist sich im Klaren, der Krieg ist plötzlich relativ zu Ende. Japan wird kapitulieren nach dem zweiten Abwurf der Atombombe. Und dann sitzt dieses Komitee aus Pentagon und State Department, Navy und Army in Washington. Und einer aus dem Pentagon hat eine kleine Karte aus Korea in seinem Zimmer. Schaut sich das an. Die Hälfte ungefähr, 38 Breitengrad. Passt so ungefähr. Die schlagen dann vor 38 Breitengrad. Und einer meint, ah, können wir nicht den 39. nehmen? Dann haben wir da ihren, wenn man darüber geht, ist dann noch, gehört uns noch. Ne? Dann meint den 40. Und dann meint er, den 40. wird Stalin nie akzeptieren. 39. auch nicht. 38. Einigt man sich auf diesen 38. innerhalb von 30 Minuten. 30 Minuten. In der Nacht vom 10. auf den 11. August 1945. Am 2. September trifft eine japanische Delegation auf dem Schlachtschiff USS Missouri ein. Als Oberkommandierender der alliierten Mächte nimmt General Douglas MacArthur die bedingungslose Kapitulation des japanischen Kaiserreichs entgegen. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Der letzte Akt des Zweiten Weltkriegs ist beendet. Let us pray that peace be now restored to the world and that God will preserve it always. MacArthur befehligt nun die Besatzungstruppen im japanischen Kaiserreich samt seiner Kolonialgebiete. Die Koreaner hoffen darauf, dass sie nach dem Krieg einen eigenen Staat bekommen. Die Amerikaner sind sich da nicht so klar drüber, was sie mit dem Land machen sollen. Vor allen Dingen, weil sie auch davon ausgehen, dass es eben langzeit ein Kolonialgebiet gewesen ist und sie sowieso nicht in der Lage wären, einen Staat zu bekommen. In Südkorea werden die US-Truppen begeistert als Befreier begrüßt. Willkommene Bilder für die amerikanische Wochenschau. Am 9. September endet die japanische Herrschaft auch in Korea. In Seoul unterzeichnet Vizeadmiral Amagashi die Kapitulationsurkunde. Im Regierungsgebäude findet die offizielle Kapitulation der japanischen Streitkräfte in Korea statt. Der General der Vereinigten Staaten John R. Hodge unterzeichnet für die Vereinten Nationen. Die japanische Flagge wird eingeholt. 23 Millionen Koreaner werden von der japanischen Unterdrückung befreit, gegen die sie nie die Möglichkeit hatten zu kämpfen. Die geschlagenen japanischen Truppen müssen unter den Augen ihrer ehemaligen Untergebenen ihre Posten räumen. Erleichtert sehen die Koreaner ihre verhassten Unterdrücker abziehen. Zehntausende Landsleute waren von ihnen als Zwangsarbeiter verschleppt. Hunderttausende Frauen als Zwangsprostituierte versklavt worden. Mithilfe der amerikanischen Truppen sollen die Koreaner nun eine Zivilverwaltung aufbauen. Doch schon bald drohen die US-Militärs, an ihrer eigenen Besatzungspolitik zu scheitern. In Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten belassen sie viele Japaner auf ihren Verwaltungspositionen und deren ehemalige Kollaborateure. Japan war keine sehr freundliche Kolonialmacht. Die haben dieses Land seit 1910 besetzt und total ausgebeutet. Und zwar in einer Art und Weise mit Zwangsarbeitern. Bis heute ist ja noch ein Problem, dass hunderttausende Frauen in den Bordellen der Militärs waren.
Und am Ende dieses Krieges konnten 80% der koreanischen Truppen jeweils fast die gesamte koreanische Halbinsel. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die US-Armee setzt erstmals Napalm als flächendeckende Brandmunition gegen weite Landstriche feindlichen Territoriums ein. 70.000 Tonnen Napalmbomben werfen die amerikanischen Luftstreitkräfte über Korea ab. Die Bevölkerung erleidet ungeheure Verluste. 3 Millionen Zivilisten sterben während der Kampfhandlungen. Am 25. Juni 1950 überschreitet die nordkoreanische Volksarmee die Grenze der geteilten Halbinsel Korea. Am 38. Breitengrad beginnt der Krieg, der das Land in zwei Teile zerreißen wird. Der Westen führt einen bewaffneten Kampf gegen den Kommunismus und der Kalte Krieg erreicht einen ersten Höhepunkt. Doch in Korea tobt nicht nur ein Kampf der Systeme, sondern auch ein blutiger Bürgerkrieg. 3 Jahre lang erobern die Gegner. Die US-Streitkräfte erfahren schwere Niederlagen in diesem Krieg, den sie nicht nur für Korea, sondern auch gegen den Kommunismus führen. Der Konflikt in Korea treibt die Menschheit schließlich an den Rand des Dritten Weltkriegs und des atomaren Erstschlags. Am Ende ist die Halbinsel eine Trümmerwüste und Korea ein geteiltes Land. Potsdam im Juli 1945. Die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs kommen zu ihrer letzten gemeinsamen Konferenz zusammen. Harry Truman, Joseph Stalin und Winston Churchill verhandeln über die Zeit nach dem Ende des Krieges. Zwar hat Nazi-Deutschland bereits kapituliert, doch auf der anderen Seite des Globus ist der Weltkrieg noch in vollem Gang. Im Pazifik führen US-amerikanische Truppen einen zähen Kampf gegen Japan. Ihre Verluste sind enorm. Um das Kaiserreich endgültig in die Knie zu zwingen, hatte Truman den sowjetischen Diktator Stalin dazu bewegt, Japan ebenfalls den Krieg zu erklären. Nach dem Sieg über Nippon werde er dafür große Einflussgebiete in Ostasien erhalten. Japans